In meiner Küche möchte ich euch über die Dreieinigkeit und das Wasser erzählen. Die Dreieinigkeit wird häufig mit dem Wasser verglichen und hier seht ihr warum. Wasser gibt es flüssig, aber auch gasförmig. Dazu würde ich jetzt mal welches kochen. Und es gibt es als Eis. Ich mache mir noch ein paar Eiswürfel. Ich mag Eiswürfel. Und währenddessen das Eis im Tiefkühlschrank fest wird und das hier kocht, erzähle ich euch noch was über die Philosophie der Dreieinigkeit. Der Starke wird schwach. Der Große wird klein. Der Unsterbliche wird sterblich. Der Allmächtige wird machtlos. Gott wird Mensch. All das steckt in dieser Dreieinigkeitslehre drin und findet sich in der Person Jesus wieder. Und deswegen ist diese Person Jesu für uns Christen so faszinierend, weil er die Gegensätze, das Gegensätzlichste überhaupt, in eins bringt. Am deutlichsten wird das am Kreuz. Gott, der stirbt. Gott, der schwach ist. Und deswegen ist das Kreuz auch das Symbol des Christentums. Und weil aber die Gegensätze, wenn man sie vereint, immer etwas Neues bilden, gibt es die Auferstehung. Und so sagt auch Luther, weil der Starke schwach wird, können wir Schwachen stark sein. Weil der Unsterbliche sterblich wird, können wir Sterblichen unsterblich werden. Das ist ein großes philosophisches Konstrukt und Geheimnis. Denkt ruhig mal drüber nach. Und ich mache jetzt mal einen Zeitraffer, bis das andere fertig ist. Mein kleines Stück Eis ist schon fertig und mein Dampf auch, den zeige ich euch jetzt gleich. Jo. Wie gesagt, Gott wird mit dem Wasser verglichen. Das Wasser, ein Element, aber in drei Erscheinungsformen: fest, flüssig, gasförmig. Alle Elemente sind so. Alle Elemente in dieser Welt sind dreieinig. Vielleicht hat der Schöpfer seine eigene DNA in die Welt reingebaut, dass wir an den Elementen etwas über den Schöpfer selbst lernen können. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Drei Erscheinungsformen, drei Aggregatzustände des einen lebendigen Gottes. Ja. Ich würde euch gerne noch was über die Geschichte der Dreieinigkeit erzählen in der Geithainer Kirche. Aber das passt heute nicht mehr in das Video. Deswegen später nochmal. Jetzt können wir aber nochmal über die Dreieinigkeit in anderen Religionen reden. Und ich lasse mir vielleicht erstmal einen kühlen Drink gefallen. Ja, die interreligiöse Frage ist auch ganz interessant. Wir haben in den östlichen Religionen, im Buddhismus und auch im Hinduismus, das Konzept, dass sozusagen ein göttliches Wesen oder eine göttliche Seele inkarniert, also Fleisch annimmt, ein Mensch wird. Das findet sich zum Beispiel bei Krishna, aber auch bei anderen Gottheiten. Das ist denen also gar nicht so fremd und im Hinduismus und auch in anderen Religionen gibt es so göttliche Dreiheiten, also drei Götter, die miteinander verbunden sind und drei verschiedene Aspekte darstellen. Also das ist bekannt und da gibt es auch eine christliche, naja, Sondergemeinschaft, die deswegen sagt, die Dreieinigkeit muss falsch sein,
weil die gibt es ja in anderen Religionen und andere Religionen sind ja sowieso schlecht. Aber ich finde, da machen sich die Zeugen Jehovas zu leicht, weil nur weil eine andere Religion etwas über Gott erkannt hat, muss das ja nicht falsch sein. Vielleicht ist es sogar wie beim Wasser so, dass bestimmte Aspekte so universell sind, dass da viele drauf kommen, auch an verschiedenen Plätzen dieser Welt. Und ich denke, für den Hindu ist es dann leichter, auch irgendwie mit dem Christentum was anzufangen oder einem Buddhist, wenn wir sagen, Gott ist inkarniert. Wer die Dreieinigkeit am schärfsten ablehnt, das sind die Muslime. Die würden sagen, das ist Schirk. Schirk ist arabisch für Götzendienst, Abgötterei. Und im Koran steht, also wer Schirk betreibt, das ist einer der schlimmsten Sünden, die es gibt. Das wird Allah nie verzeihen, dass man Gott was beigestellt, also Jesus irgendwie zu Gott macht. Und meinen muslimischen Freunden sage ich aber an dieser Stelle, vergesst nicht, Gott ist alles möglich. Also auch das ist ihm möglich. Und ja, natürlich, an der Stelle unterscheidet sich das Christentum und der Islam fundamental. Das Christentum sagt, Gott mischt sich ein, Gott wird fühlbar, Gott wird Teil des Weltgeschehens, wo im Islam Gott der absolut andere ist, der sich nie schmutzig machen würde, geschweige denn bluten würde oder irgendwie in dem Mutterleib wäre. Also es ist im Islam undenkbar, aber genau das macht das Christentum aus, dass Gott sich in unser Leben einmischt. Und da haben wir ja den Heiligen Geist noch gar nicht beleuchtet. Der Heilige Geist aus christlicher Sicht, der kommt nicht nur in unsere Welt, der kommt, wenn wir ergriffen werden von Gott, in unser Herz, in unseren Geist und macht uns lebendig, gibt uns wundersame Gaben, lässt uns Gott erkennen. Und das ist schon eine Stärke unserer Religion, des Christentums, dass wir sagen, Gott kommt uns nahe, in Jesus, im Heiligen Geist und bleibt nicht nur im Himmel der allmächtige Schöpfer, der Vater, sondern er wird einer von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare andere Fragen, die ihr habt oder Rückmeldungen. Es war eins meiner ersten, deswegen auch gerne Kritik. Abonniert ruhig meinen Kanal ReliQuest. Wie gesagt, es werden hier noch einige interessante Fragen thematisiert. Ciao, bis dann.